Moin, moin, meine lieben Zuschauer. Ich bin Andreas und heiße euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder am Start seid. So, machen wir gleich mal weiter. Die Orochi, da sind wir immer noch. Und zwar Abschnitt Ehre heißt das jetzt. 3.5 Ehre. Apollyon war zu ihrem eigenen Volk ebenso großzügig gewesen wie zu unserem. Wir mussten verstehen, was in Aschfeld vor sich ging. Also kundschafteten wir es aus. So, also ich soll jetzt alle Patrouillen töten. Gut, dann latsche ich einfach mal hier entlang. Mal sehen, wie weit ich komme, ohne drauf zu gehen. Ah, da sind vier Stück auf einen Schlag. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, ne? Aschfeld fressen die Starken die Schwachen. So, jetzt natürlich nur die große Frage, muss ich die jetzt auch dann noch platt machen? Gehören die auch noch dazu oder kann ich jetzt quasi da hinten zum nächsten hingehen? Puh. Hier gibt es kein Gesetz. Ah. Ja. Ich musste Momiji finden und die Mission beenden. So. Ah, das waren nur die beiden jetzt. Ich dachte, das wären mehr. Ja, okay, gut. So. Oh, schöner Geysir, ja, das ist ja was. Das ist ja was Feines. Das ist ja was Feines. Kann ich mal eine Runde baden gehen hier so, ne? Und rein hier. Nach dem ganzen Getöte und Gekämpfe hier. So, was haben wir denn jetzt hier? Da oben sind noch Ritter, aber da komme ich ja jetzt noch nicht rein. Ich muss jetzt Wo kann erstmal sie abgeblieben sein? Momiji finden. Oh! So, schießen die jetzt da hinten, von da hinten auf mich, oder? Egal. Egal.
Ah, da ist sie ja. Durch diese unheimliche Burg. Ach Gott. Leiter rauf, Leiter runter. Die Burg war nicht so verlassen, wie wir angenommen hatten. Kriminelle in teurer Rüstung. Unsere stille Aufklärungsmission wurde unerwartet laut. Ja, mehr kann ich ja jetzt hier nicht machen. Weiter da. Das haut ja nicht hin. Da muss ich erstmal runter und ihr mal ein bisschen. Wie tief sind die gesunken? Vielleicht war es ein Fehler, die Ritter zu verärgern. So. So, Moment mal. Vielleicht muss ich ja irgendwo hier oben hinrennen. Ah. So, vielleicht. Okay. Hier nicht. So, wenn ich jetzt... Warum höre ich auch auf euch? So, ich kann jetzt hier nichts machen. So, dann, aber da oben auf, da oben komme ich ja auch nicht hin. Nun lauf, 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 lauf. Langsam vermisse ich den Kerker. Ich nicht. So, geschafft. Unorganisiert. Ich sah einen Wächter. Und er führte eine Gruppe Ritter von der Festung weg? Wir sollten ihnen folgen. Apollyons Grenze stand offen. Wer hatte das getan?
Den da kenne ich. Den Wächter. Widersetzen die sich? Dürfen die das? Ich glaube, wir sollten los. Warum? Darum. Es war Zeit zu gehen. So, was eskortiere ich zur Brücke? Ich schätze, ihr könnt nicht schneller humpeln. So. Ja, ja, zur Brücke. Laufe ich jetzt in die richtige Richtung oder läuft sie mir jetzt hinterher oder was? Ne? Aber ich habe jetzt keine Ahnung. Laufe ich jetzt? Mein Knie! Hoffentlich kann ich weiter auf Abenteuer. Also hier komme ich nicht durch. Das ist schade. Ja, durch hier durchschnitzeln tue ich mich ja nun auch nicht, ne? Aber bin ich doch in die falsche Richtung gerannt. Gut. Ja, sie humpelt wahrscheinlich, weil sie... Sie haben Glück, dass ich verwundet bin. Wir sollten uns vermutlich beeilen. So, die Brücke ist, nehme ich mal an, genau hier. Ja. Geht es euch gut? Ich glaube, da kommt noch mehr. So weit, so gut. Ja, nun. Seht ihr? Nicht so schlimm. Tja. Oh oh. Los, rüber da und weg und tschüss. Oh 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 oh. Wir sind nicht eure Feinde, Orochi. Ihr
hab die kaiserliche Familie ermordet. Wir gehören nicht mehr zu Schwarzen Fels. Nein! Das ist mein Kampf! Vielleicht habe ich mich in euch geirrt. Oh, oh, oh. Läuft er mir jetzt hinterher? Ach, Kacke. Was? Das war's? Bitte? Merkwürdig. Ich hatte recht. Ihr seid der Kämpfer des Kaisers. Der Weg zur Schwarzenfelsfestung ist frei für euer Heer. Viel Glück. Ich hatte diesen Wächter für würdig befunden. Sobald man das Schwert mit jemandem kreuzt, kennt man sein Herz. So, das war jetzt also der Abschnitt. Das Land quoll über vor plündernden Wikingern. Unsere eigenen Legionen lagen miteinander im Krieg. Und jetzt klopft der Kämpe des Kaisers mit seiner Armee an meine Tür. Das wird ein Tag für die Wölfe. Tja, fragt sich nur, wer der Wolf ist, nicht wahr? So, ich beende hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal einfach wieder mit am Start seid. Bis dann, euer Andreas.